Guten Abend. Heute ist Regionspräsident Hauke Jagau mein Gast auf dem H1-Sofa. Vor gut einem Jahr ist er nach einem Herzschlagfinale in seine zweite Amtszeit gestartet und wir haben eine Menge Themen in der Region, über die wir heute reden wollen. Hallo Herr Jagau, schön, dass Sie da sind. Wir wollen natürlich nach vorn gucken, aber eine Frage rückwärts sei noch erlaubt. Wie haben Sie diesen 15. Juni 2014 in Erinnerung? Sie sind ja mit einem satten Vorsprung von 45.000 Stimmen bei 6 Kandidaten im ersten Wahlgang gestartet, hat dann aber doch nicht gereicht. Und die Stichwahl hat ja ein wahnsinniges Ergebnis denn erzielt, 50,9 für Sie und 49,1 für den Herausforderer Axel Brockmann. Was ist da passiert? Wie haben Sie sich gefühlt? Erstmal nochmal auch für Ihnen schönen guten Abend, für Sie, Frau Berger. Das ist natürlich eine kurze Zeit. Also Sie haben das gesagt, erster Wahlgang 47,3% bei 6 Kandidaten, das ist gut. Ich wusste allerdings, dass es schwierig wird, weil wir erstmals seit 2006 überhaupt wieder Stichwahlen hatten. Die waren zwischendurch gesetzlich abgeschafft. Da hat immer der gewonnen, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatte. Es gab eine Besonderheit, dass wir 3 Wochen zwischen Wahl und Stichwahl hatten, weil Pfingsten dazwischen lag. Und es war insgesamt auch so, dass wir nur in wenigen Städten und Gemeinden überhaupt Bürgermeisterwahlen hatten. Und das ist immer ein Riesenproblem. Die zweite Ebene, also egal ob Landkreis oder eine Region, ist immer weiter weg für die Leute und viele fragen, was soll das eigentlich und so. Deshalb war mir klar, dass das schwierig wird in der Wahlbeteiligung. Und der Abend war natürlich schon anstrengend. Also das ist dann allerdings auch irgendwann, ja klar, von daher ist es dann so, dass Sie in der Situation denken, na, das ist aber eng, das ist nicht schön. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn es im ersten Wahlgang gereicht hätte, was hier dicht dran war dazu. Und dann ist aber auch gut, weil am Ende ist eine Wahl so, dass sie ausgezählt ist und dann steht das Ergebnis. Sie haben so wieder richtig Tritt gefasst. Helm auf und durch. Wir haben ein schönes Foto von Ihnen beim Wandern, so symbolisch für jetzt geht's wieder vorne. Naja, das Trittphase, also die Unsicherheitsphase ist, glaube ich, immer für eine Verwaltung nicht nach der Wahl, sondern in der Phase davor. Also so ein halbes Jahr davor, da gibt's dann so ein paar, ist ja auch klar, so eine große Verwaltung mit ganz vielen Trends und dann möchten ja auch nicht alle immer das, in welche Richtung der Chef gehen will. Also sagen manche Leute, ach, das lasse ich mal erstmal hier in der Schublade liegen, wer weiß, wie es eigentlich weitergeht. Und vorher, also vor einer Wahl, ist es immer unsicherer, dass wenn eine Wahl gelaufen ist, und dann ist eigentlich das Ding auch sehr schnell klar und dann geht's eben auch so schnell weiter und dann muss man nicht extra Tritt fassen. Von daher ist die anstrengende Phase eigentlich das Jahr vor der Wahl und nach der Wahl ist dann ja auch schnell Klarheit. Nach der Wahl ist vor der Wahl, darüber sprechen wir zum Schluss der Sendung nochmal. Sie sind jetzt für 7 Jahre gewählt, das geht um die Harmonisierung mit den Kommunalwahlen. Sie deuteten das ja schon an, dass es schlecht ist, wenn die Parlamente und die Stadtoberhäupter oder Ratsvorsitzenden getrennt gewählt werden. Aber Sie haben jetzt 7 Jahre, ein Jahr schon um. Was haben Sie sich denn so alles vorgenommen, was passieren soll bis 2021? Naja, wir haben natürlich große Themen, die übergeordnet so im Raum stehen. Zum Beispiel ist das der Ausstieg aus der Kernenergie oder auch der Einstieg in eine regenerative Energie. Das ist das große Klimawandel zu stoppen, ist das große Ziel. Aber das funktioniert nur, wenn man das auch umsetzt, wenn man das also auch auf der Ebene der Region umbricht. Deshalb haben wir ein Klimaschutzrahmenprogramm. Gucken, was können wir eigentlich dazu beitragen? Dazu gehört dann aber auch immer wieder der zweite für uns wichtige Block Bildung. Wir sind ja Träger der Berufsschulen. Wir haben 15 Berufsschulen, wir haben über 40.000 Schülerinnen und Schüler und über 320 Berufe, die man hier lernen kann. Und da ist das immer wieder wichtig zu gucken, wie verändert sich das eigentlich? Was müssen wir tun, um die zusammenzubringen? Und was müssen wir auch tun, um unsere Schulen richtig gut auszustatten? Das ist auch ein Riesenblock. Und Schulgebäude, jetzt kommen wir wieder zum Klimaschutz, heißt dann auch energetische Sanierung und dann zu gucken, was baut man, wie geht man damit um, ist ein wichtiger Teil. Und natürlich gehört zum Klimaschutz auch der öffentliche Nahverkehr. Einer, wo ich finde, wo wir sehr stolz sein können. Wir haben hier in der Region eines der besten öffentlichen Nahverkehrssysteme in Europa. Und das weiter auszubauen, das barrierefrei zu machen, das ist gleich der nächste Block, wenn Sie jetzt fragen, was steht an, das ist das Thema Inklusion, was ich wichtig finde, wenn Sie das mit anderen Gesellschaften vergleichen, wenn Sie etwa mal die Chance hatten, in Kanada zu sein, dann sehen Sie, dass in Kanada eine ganz andere Normalität besteht, im Alltag mit Behinderten umzugehen. Das ist ein anderes Klima. Und deshalb, das sind wieder die verschiedenen Ebenen. Also wir müssen gucken, wie geht Inklusion in der Schule, im Alltag. Aber wir müssen auch dafür werben, dass sich die Haltung in der Gesellschaft ändert. Und dass einfach eine größere Akzeptanz besteht, mit anderen, mit Menschen, die Handicaps haben, normal umzugehen.
Ich sehe schon, Sie brennen so richtig für Ihr Amt. Aber ich wollte doch, bevor das so richtig losgeht, noch mal ein wenig den Menschen Hauke Jager vorstellen. Und wollte Sie mal fragen, für meinen anstrengenden Job halte ich mich fit in dem? Indem ich Sport mache. Ich laufe morgens, wenn ich das schaffe, also vor der Arbeit, weil ich ganz oft erst abends um 9 oder 10 nach Hause komme. Und deshalb muss ich morgens laufen. In diesem Sommer freue ich mich besonders. Ja, eigentlich auf den Kultursommer. Also die Region macht ja jedes Jahr eine Reihe, wo wir mit lokalen Veranstaltern, die gestützt werden von der Stiftung Kulturregion, das ist die gemeinsame Stiftung von Sparkasse und Region, und auch unserem eigenen Kulturbereich Gelder dazugeben. Und dann gibt es 20 Konzertveranstaltungen an ganz unterschiedlichen Orten. Und es ist eine gute Gelegenheit, auch mal rauszukommen und mal zu gucken, was die Nachbarn machen. Das ist ein Teil, auf den ich mich freue. Und ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ich öfter Zeit zum Segeln am Starnberger Meer hätte. Sie haben dort ein Boot, ne? Genau, ich habe da ein Segelboot am Starnberger Meer und ich liebe auch das Starnberger Meer. In den großen Ferien freue ich mich. Da freue ich mich, ich habe ja 2 Söhne und der große Sohn Julius hat jetzt Abi gemacht und wir fahren diesen Jahr im Sommer auch nochmal zusammen in den Urlaub und da freue ich mich drauf, weil man ja nie weiß, wie oft man dann eigentlich noch so zusammen Familienurlaub macht. Wo wollen Sie hin? Wir werden dieses Jahr mal in die Ostsee, in den Bereich, den ich auch noch nicht kenne, also nur aus Büchern, in die Baltenstaaten fahren. Schön. Mein schönstes Erlebnis im ersten Jahr der zweiten Amtszeit war? War die Einweihung der Gedenkstätte Ahlem. Wir haben ja einige Jahre umgebaut und wir haben im Ahlem an einem historischen Ort, wo ja ganz ursprünglich mal eine israelitische Gartenbauschule war, ungefähr von 1900 an. Und auf diesem Gelände ist dann ab 41, 42 die Gestapo eingezogen und hat von dort aus die Vertreibung der Juden in Deutschland organisiert. Und diesen Ort, das ist ein authentischer Ort, den haben wir so umgebaut und zeigen, was dort passiert ist, dass es wirklich auch den Opfern angemessen ist. Und wir haben im letzten Jahr die Einweihung gehabt, da waren die letzten 25 noch Lebenden aus den unterschiedlichen Bereichen. Der Zoo wird 150. Ihr Lieblingstier im Zoo ist? Es gibt verschiedene. Ich liebe kleine Elefanten sehr, muss ich sagen. Die sind, die finde ich von den Gesamtproportionen her eigentlich so drollig. Einerseits hilflos, aber andererseits auch irgendwie so, dass man denkt, was ja nicht so ist, dass es eigentlich kuschelig ist. Und also meine Lieblingstiere sind, glaube ich, schon kleine Elefanten. Von allen Festen, die in Hannover stattfinden, finde ich am besten? Ja, das kommt drauf an. Also das kann ich nicht so beantworten, weil es verschiedene Stimmungen gibt. Ich finde, das Schützenfest hat was, weil es ein großes Volksfest ist. Da liebe ich insbesondere den Sonntagsumzug, weil man da erstmal durch. Marschieren wieder mit? Ja, ich gehe da mit, weil man geht durch die Stadt und es sind irrsinnig viele Leute am Rand. Es sind übrigens fast jedes Jahr die gleichen Leute an denselben Stellen. Also wenn Sie jedes Jahr mitgehen, sehen Sie die wieder. Und das ist ein netter Spaziergang durch die Stadt, für mich, so empfinde ich das. Und deshalb ist das schon auch ein spannendes Ereignis, obwohl es an sich ich mit der Schützentradition sonst nicht so viel am Hut habe. Ja. Ich lebe gern und arbeite gern für die Region Hannover, weil? Weil man hier ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat zu dem, was es an Möglichkeiten gibt, was man bezahlen muss und weil ich finde, dass man hier sehr gut leben kann. Und es ist natürlich, wenn man Regionspräsident ist, dann habe ich natürlich eine hohe, also das ist schon was man, wo man sehr viel gestalten kann und sehr viel für das eigene Lebensumfeld tun kann. Also eine hohe Dichte. Das ist, da trennen Sie nicht. Es gibt ja Sachen, wo man sagt, ich habe einen Beruf und das hat mit mir als Mensch nicht viel zu tun. Das ist als Regionspräsident anders, weil es wirklich unmittelbar auch einen angeht. Bei dieser hohen Dichte, wie viel Zeit haben Sie denn noch, mal ein paar schöne Stunden mit Ihrer Frau zum Beispiel beim Opernball zu verbringen? Naja, der Opernball ist ja, nein, meine Familie leidet darunter. Das muss man einfach sagen. Der Regionspräsidenten, der Job, also die Arbeit als Regionspräsident ist hochgradig familienfeindlich, weil Sie einmal als Verwaltungschef sind, also in dem Zuständigkeits der Region mit allen Töchtern, arbeiten 16.000 Menschen und da haben sie eine hohe Verantwortung und müssen auch wirklich da sein. Und dann kommt der zweite Teil, der Repräsentationsjob dazu, dass die Menschen sie auch sehen wollen. Und das heißt, wenn sie auch nur Hannover mal als eine Stadt rechnen, das heißt, wenn sie jeder Stadt einmal waren, hatten sie 21 Termine. Dann haben sie aber Hannover genauso berechnet wie Pattensen. Ja. Und deshalb müssen sie das eigentlich ganz anders rechnen. Und
Das führt dazu, dass natürlich, wann ist was los in den Städten und Gemeinden? An Wochenenden und abends. Also sind sie auch an den Wochenenden und abends unterwegs. Und deshalb ist das wirklich, wenn Sie mich fragen, was mögen Sie nicht oder was ist schlecht an der Arbeit als Regionspräsident, dann ist es das, dass ich für meine eigene Familie, für meine Frau und für meine Kinder zu wenig Zeit habe. Aber es gibt manchmal Gelegenheiten, und Sie haben uns ein sehr schönes Bild geschickt. Da haben Sie mit Ihren Söhnen und Ihrer Frau zusammengesessen mit Henry Kormann, das ist einer der letzten Überlebenden. Sie haben ihn getroffen bei der Feier, von dem Sie ihnen erzählt haben. Vielleicht in aller Kürze, wie wichtig ist es, Ihren Kindern, Ihre Kinder mit der Vergangenheit vertraut zu machen? Und wie wichtig ist es, Ihnen, Ihren Kindern Werte mitzugeben? Welche Werte das sind, erzählen Sie vielleicht mal. Also das ist tatsächlich, sind Salek Finkelstein und Henry Kormann auch regelmäßig Gäste bei mir zu Hause, weil ich die beiden unglaublich finde. Sie sind beide über 90, sie sind beide ursprünglich mal aus dem Osten gewesen und sind dann auf unterschiedlichen Wegen über ihr Leiden, über Auschwitz, Henry dann nach Bergen-Belsen gekommen. Und die beiden sind so seit 10, 15 Jahren in den Schulen unterwegs und erzählen ihr Schicksal. Und das sind, wenn sie da dabei sind, da sind dann manchmal 300 Schülerinnen und Schüler, die in einem schwierigen, pubertierenden Alter sind, die sind mucksmäuschenstill und kommen hinterher und bedanken sich und sind gerührt und auch fassungslos. Und das finde ich toll. Deshalb sind sie übrigens beide, auch wie Ruth Gröner, auch Trägerin der Ehrenmedaille der Region. Also sie haben die höchste Auszeichnung für ihr Engagement. Und mir ist das wichtig, dass ich wollte gerne, dass meine Kinder noch wirklich mit Menschen reden, denen zuhören können, die ein grausames Schicksal in ihrer frühen Jugend erlebt haben, weil ich weiß, dass sie gefestigt sein werden. Egal, wer ihnen irgendwas erzählen will, wissen sie, wie es war, weil sie das erlebt haben. Lassen wir uns noch mal in die Region gucken. 21 Städte und Gemeinden, die Landeshauptstadt Hannover gehört dazu. Ihr Haushalt ist ausgeglichen. Die Stadt Hannover hinkt immer mit Defiziten sich von einem Haushalt zum anderen. Das ist doch gar nicht gut, weil ihre Regionsumlage dann schmilzt, oder? Also die Stadt hat gute Jahre gehabt. Die hat im letzten Jahr mit dem Defizit abgeschlossen. Es ist so, wir haben ja einen Haushalt von 1,5 Milliarden. Mhm. Davon sind über 1 Milliarde Sozial- und Jugendhilfekosten. Also auch in der Stadt Hannover bezahlt die Region die Sozialkosten, die Kosten der Unterkunft zum Beispiel im Hartz-IV-Bereich und auch die Jugendhilfekosten. Das ist eine der Ideen der Region. Die Idee ist, dass man sagt, wir sind ein gemeinsamer Lebensraum und es gibt insbesondere zwischen Stadt und Umland durchaus arm und reich. Und gab man eine ganze Zeit eine relativ starke Neigung, dass die finanzstärker sind, lieber in die großen Häuser im Umland ziehen deutlich höheren Sozialkosten im städtischen Bereich sind. Und deshalb zahlt die Region alle Sozialkosten, alle Jugendhilfekosten mit Abstrichen. Das ist in Wirklichkeit manchmal etwas feiner vereinfacht. Und dieser Block macht über 1 Milliarde unseres Haushalts aus. Und wir zahlen auch für die Stadt Hannover diesen Teil. Das ist vielen oft nicht klar, dass wir einfach sowohl im Berufsschulbereich, auch im zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, das sehr, sehr gute Angebot, das es gibt, ist ein echter Zuschussbedarf. Das kann man nicht kostendeckend machen. Also eigene Mittel der Region jedes Jahr um 100 Millionen, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, wie die Jahre auch laufen. Wenn es einen kalten Winter mit Eis gibt, ist der Zuschussbedarf geringer, weil dann mehr Leute auf die Bahnen umgestiegen sind und ähnliches. Aber so Größenordnung 90, 100 Millionen aus eigenen Mitteln, damit das funktioniert. Und ich glaube, dass die Regionsidee, um die uns übrigens viele beneiden, dass wir in diesem Lebensraum die zentralen Dinge gemeinsam machen, auch wirklich gut ist. Der Zustrom der Flüchtlinge schwillt enorm an. Was bedeutet das denn für Ihre Haushaltsmittel und insgesamt für die Situation hier in der Region? Also auch da ist es wieder so, die Region zahlt die Kosten für den Flüchtlingsbereich für die 20 Städte und Gemeinden im Umland. Hannover macht das selbst. Da sind wir also verschiedene. Aber für uns ist das ein Anstieg. Wir rechnen in diesem Jahr damit, also es wird eine Größenordnung von 20, 25 Millionen Euro ausgeben werden zusätzlich. Wir haben fast eine Verdopplung der Zahlen. Und das Problem ist, dass im Moment nicht erkennbar ist, dass der Zustrom kleiner wird. Ja. Und die Last haben aber auch die Städte und Gemeinden, weil die für die Unterbringung sorgen müssen. Wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, das es möglich macht, relativ schnell
Einrichtungen zu bauen, die im Moment als Flüchtlingsheime genutzt werden können, die später aber so umgestellt werden können, dass sie dann normal als Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Das ist deshalb sinnvoll, weil wir auf dem Wohnungsmarkt sowieso schon eine relativ große Not haben. Deshalb hat übrigens die Region auch dieses Jahr ein Wohnungsbauprogramm beschlossen, weil wir sehen, dass es Menschen mit geringem Einkommen immer schwerer fällt, angemessene Wohnungen zu bekommen. Und wir wollen die Wohnungsbauunternehmen, aber auch Private dazu motivieren, dass sie in den Mietwohnungsbau investieren, damit wir genügend Wohnraum auch zur Verfügung stellen können. Eine der vielen Aufgaben, Sie haben mal beklagt, Herr Jagau, dass die Region trotz dieser vielen Dinge, über die wir schon gesprochen haben, nicht so richtig wahrgenommen wird, weil sie eigentlich so in der zweiten Ebene arbeitet. Können Sie noch mal sagen, damit die Leute mal noch mal an die Region besser denken, was klappt denn so richtig gut in der Region? Naja, eigentlich klappten die meisten Dinge richtig gut in der Region, wenn sie mit allen Verwaltungsbehörden zu tun haben, wobei sie immer auch einen finden, der das nicht. Die Region ist für viele Städte die Bauaufsichtsbehörde zum Beispiel. Ja, das funktioniert, da haben wir gute Standards, allerdings werden sie immer auch Leute sagen, ich habe aber meine Baugenehmigung nicht gekriegt. Das ist nun mal so, wenn Sie Verwaltung da haben. Ich finde, wie gesagt, der öffentliche Nahverkehr ist ein gutes Aushängeschild. Wir haben ein super gutes Angebot an Sozialberatung, auch an gerade für ältere Menschen. Das geht bis dahin, dass wir einen Experten haben, der in die Wohnung kommt und sagt, das können Sie machen, wir kriegen eine Barrierefreiheit hin. Das auch die älter werdenden Menschen sind eine große Gruppe. Da haben wir ein richtig gutes Netz, das auch von den Sozialverbänden hochgelobt wird. Auch das ist ein Bereich, der richtig gut funktioniert. Wir haben sehr gute Gesundheitsausstattung in der gesamten Region, wobei wir das nicht alleine machen. Das ist ein Teil, macht das Klinikum, aber wir haben ja auch andere, die DDH, die Diakonie, die viele Krankenhäuser betreibt. Ich finde, dass wir insgesamt eine ziemlich gute Zusammenarbeit haben mit den Städten und Gemeinden. Und ich würde immer sagen, was klappt nicht? Darf ich mal? Ich wollte gerade ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja. Und das betrifft die Müllentsorgung. Also nicht die Entsorgung als solche. Die, von der Qualität sind die Leute ja durchaus zufrieden, sondern es geht um die Gebühren für die Müllentsorgung. Ich wohne in der Stadt, habe 3 Tonnen, alles prima. Meine Freunde wohnen im Umland, haben viele bunte Säcke. Und da gibt es relativ viel Stress. Es war auf die Spitze getrieben, jetzt gerade in einer Glosse in der HAZ. Wenn man nicht genug Müllgebührenmarken hat, dann wird man vielleicht, wenn man in dieser Kolumne war von einem inkontinenten Hund die Rede, wenn man plötzlich mehr Müll hat, wird man seinen Müll nicht mehr los, weil das alles so unflexibel ist. Nein, Sie haben jetzt eine Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen. Genau. Wie kann das denn mal befriedet werden, diese Mülldebatte? Erstmal zu dieser Glosse, das ist nun mal Quatsch. Wenn ich mehr Müll habe, rufe ich Aha an, sage, ich habe mehr Müll, dann bezahle ich auch mehr Müll, dann kriege ich auch mehr Säcke. Ja? Das ist wie bei Ihnen, wenn Ihre Tonne immer voll ist, wenn Sie einen inkontinenten Hund hätten und da irgendwas anbasteln, was ich schon als Thema skurril genug finde, wenn ich ehrlich sein soll. und stelle fest, meine Tonne ist jeden Tag voll, dann rufen Sie an, dann kriegen Sie eine größere Tonne. Genau das Gleiche geht mit den Säcken auch. Wir haben ein Riesenproblem gehabt. Wir hatten einen Prozess, wo von der CDU gesagt wurde, es gibt 2 verschiedene Systeme, nämlich in der Stadt und im Umland, und das ist nicht in Ordnung. Es waren eigentlich alle damit zufrieden, wie es war. Und dann hat das Gericht festgestellt, ja, das ist nicht in Ordnung, ihr müsst ein einheitliches System machen. Und das ist in der Praxis ganz schön schwierig, das so zusammenzubringen, dass alle Leute zufrieden sind. Da gibt es die einen, die sagen, ich will nur exakt das bezahlen, was ich auch verbrauche. Ja, die möchten am liebsten ein Messgerät da haben. Das können Sie auch gut machen, wenn Sie eine eigene Tonne im Einfamilienhausbereich haben, in Mehrfamilienhäusern und im städtischen Bereich kriegen Sie sehr schnell, wenn Sie das so krass machten, dass Sie es in Vorhängeschloss brauchen, weil Sie sonst schnell die Kosten beim Nachbarn lassen. Die gleichen nehmen aber gerne das sehr, sehr gute System der Wertstoffhöfe, was wir haben, in Anspruch. Das ist kostenfrei. Das ist kostenfrei für den Endverbraucher, aber natürlich nicht kostenfrei. Das heißt, man muss immer gucken, wie kann es funktionieren, dass man eine Lösung findet, die allen Seiten und Kriterien gerecht wird und die dann auch vor Gericht standhält. Das ist jetzt für das zweite Kriterium gelungen. Also wir haben jetzt eine Gerichtsfestigkeit, aber wir haben immer noch eine hohe Unzufriedenheit. Und die Umstellung, gerade im Umland, bei den Säcken, wo es in der Tat früher so war, Sie haben eine Rolle Säcke gekauft, wenn sie alle war, haben Sie die nächste gekauft. Der Unterschied, der Punkt war aber, die Rolle Säcke war ziemlich teuer.
und hat meistens schon im Einkaufsladen den höchsten Einzelpreis gehabt. Und das umzustellen, wir haben jetzt eine Grundgebühr, wir mussten jetzt ein einheitliches System machen und im Grunde ist es jetzt so, dass Sie sagen, ob Sie einen Sack oder eine Tonne haben, ist egal, Sie zahlen das Gleiche. Wenn Sie übrigens eine Tonne haben, die ist auch nicht jedes Mal voll. Und dann gehen Sie auch nicht am Ende des Jahres hin und sagen, meine Tonne war 20 Mal nur zwei Drittel voll, ich will was wieder haben. Wird das Gutscheinsystem denn wieder abgeschafft oder wie soll das gehen? Nein, das ist ja kein Gutscheinsystem, sondern Sie bekommen für Ihre Gebühr einfach Scheine, dass Sie die Rollen abholen können. Und ich möchte gerne jetzt mit den Bürgern zusammen gucken, ob man etwas finden kann, das einerseits den Kriterien des Gerichtes entspricht, aber umgekehrt die Zufriedenheit höher macht. Und deshalb machen wir diese Runde jetzt, dass wir versuchen wollen, mit dem Bürgergutachten zu gucken, was man verändern kann. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil ich es sehr schade finde. Sie haben eben im Nebensatz gesagt, die Müllabfuhr funktioniert ja gut. Das stimmt. Aha macht eine richtig gute Arbeit. Aber über die Zusammenlegung der Systeme, die wir nicht wollten, die wir machen mussten, weil das Gericht das festgestellt hat, haben wir diese Unruhe. Und es ist leider, obwohl es einfach zu sein scheint, in Wirklichkeit ganz schön schwierig, die unterschiedlichen Dinge so zusammenzubringen. Sie machen ein Expertenhearing am 14. Juli. Wer kommt? Was soll da rauskommen? Da haben wir die Fraktionen gebeten, jeweils einen Experten zu benennen, weil es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und diese Experten sollen auf der Basis der Eckwerte, die die Gerichte vorgeben, Lösungsvorschläge machen. Und das ist, wie gesagt, für mich, ich möchte dieses Thema gerne befrieden. Ich muss auch gestehen, dass meine Bereitschaft für Veränderungen da ziemlich groß wäre, weil ich an vielen Stellen, ich finde, ich habe diese Ideologie nicht. Mhm. Ich habe im Umland gewohnt, da wurde der Müll gut abgeholt. Ich habe in der Stadt Hannover gewohnt, da wurde der Müll gut abgeholt. Aber es gibt eben, da es scheint für ganz, ganz viele Menschen ein zentralstes Thema zu sein, warum auch immer. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir am Ende dabei rausgehen und sagen, okay, wir haben mehr Zufriedenheit. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die nächsten Kommunalwahlen sind am 11. September 2016. Sie haben ja nun ein sehr bunt gemischtes Parlament, haben eine rot-grüne Mehrheit hinter sich. Aber wünschen Sie sich nicht doch manchmal, dass nicht mehr so viele einzelne Fraktionen, ich lese mal vor, 31 SPD, 26 CDU, 16 Bündnis 90 Grüne, 3 FDP, 2 Hannoveraner, 2 Gemeinschaft Freier Wähler, 3 Gruppen Linke und Piraten, ein fraktionslos. Ist das nicht wahnsinnig schwer, so zu regieren? Also bei uns eigentlich deshalb nicht, weil es im Moment eine stabile rot-grüne Mehrheit gibt. Und nun ist es ja einerseits so, ich bin Verwaltungschef, ich mache die Vorlagen. Aber es ist ganz schön, wenn man weiß, dass man auch eine Unterstützung hat dazu. Das ist im Moment bei Rot-Grün stabil gegeben. Ich glaube, dass die Zahl der Gruppen nicht mehr wirklich kleiner wird. Also wir haben ja so eine Tendenz in der Gesellschaft, dass immer mehr Teilinteressenvertreter da sind. Wenn Sie gucken, wer da so alles kandidiert, irgendwelche bibeltreuen Christen und irgendwelche Tierschützer und ich weiß nicht was. Das ist natürlich... Das klingt ganz schön, da gibt es dann auch immer so eine Spezialisierung, mit denen kriegen Sie natürlich aber die großen Themen nicht bewegt. Politik bedeutet auch immer die Bereitschaft, Kompromisse zu machen und zu sehen, wie kann eigentlich eine Gesamtentwicklung sein. Und die Bereitschaft ist öfter bei kleineren Gruppen nicht so groß gegeben. Nun, ich kann mir ja meine Versammlung nicht aussuchen, die wählen die Bürgerinnen und Bürger, deshalb... bin ich gespannt, was rauskommt dafür, aber ich bin auch relativ gelassen, denn wir werden weiter vernünftige Vorschläge machen als Verwaltungsspitze. Haben Sie jetzt was ganz Besonderes gemacht, was für sehr viel Aufsehen erregt hat? Die CDU-Frau Cora Hermenau ist neue Dezernentin geworden. Wollen Sie damit auch so ein Signal setzen an die Runde, dass Sie sich auch andere Mehrheiten vorstellen können? Nein. Ich finde es eigentlich immer richtig, dass die großen politischen Gruppierungen auch mit einem fachlich getriebenen Dezernenten vertreten sind. Weil wir haben wirklich schwierige und komplexe Themen. Und es ist für ehrenamtliche Politik auch gelegentlich nicht ganz so einfach zu erkennen, was ist eigentlich jetzt etwa, was sollte man politisch bekämpfen, weil man grundsätzlich eine andere Haltung hat, oder wo kann es trotzdem sinnvoll sein, das mitzutragen. Und deshalb halte ich es immer für richtig, dass man versucht, auch da eine Fachlichkeit als Beratung mit dazu zu haben. Und von daher finde ich das einfach richtig, dass man, auch wenn es andere Mehrheiten gibt, dass man da in diesem Fall jetzt hier bei uns die CDU mit dabei hat. Nun regiert in Berlin eine große Koalition. Manche ihrer Umlandgemeinden sind schwarz-grün.
Können Sie sich denn unterm Strich auch mal was anderes vorstellen als Rot-Grün? Naja, ich persönlich muss gestehen, dass ich bisher immer nur mit absoluten Mehrheiten oder mit Rot-Grün gearbeitet habe. Wobei ich, wie gesagt, mir das ja auch nicht aussuchen kann, sondern ich muss das Ergebnis der Wähler hinnehmen. Wir haben ja auf der Landesebene eine rot-grüne Koalition. Richtig ist, dass die Blöcke lange nicht mehr so stabil sind wie früher. Also wir haben eben auch eine ganze Menge grün-schwarzer Geschichten. Das heißt, wenn Sie auf so einer Regionsebene sind, während es früher relativ selbstverständlich war, dass Rot und Grün eher ein Block war, gibt es jetzt durchaus auch Leute, die eine lokale Anbindung haben, die das Gleiche mit der CDU haben. Von daher bin ich gespannt, wie die nächste Kommunalwahl geht. Ich wünsche mir, dass es jedenfalls eine Stabilität bei uns gibt. Und natürlich, das wünsche ich mir auch, dass ich weiterhin, ich bin ja nun auch in der SPD, dass da die SPD durchaus ein deutliches Wörtchen mitzureden hat. Da sprechen Sie nochmal zwei ganz wichtige Themen an. Die sehr niedrige Wahlbeteiligung bei letzten Wahlen, aber auch eine durchaus immer noch schwächelnde SPD. Reden wir erstmal über die niedrige Wahlbeteiligung. Was kann passieren, um die Menschen mal mehr für Politik wieder heranzuführen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also darüber denke ich nach. Ich glaube, dass es uns in weiten Teilen hier in Deutschland sehr, sehr gut geht. Und auch Menschen, denen es relativ gesehen schlecht geht, geht es gut, wenn man es mit den meisten Ländern dieser Welt vergleicht. Und es gibt ein bisschen eine Haltung, dass man so glaubt, dass das alles von alleine so bleibt. Dass sich die Welt verändert hat, dass es sehr viel härter ist. Auch das noch zu halten, das ist nicht richtig bewusst. Und die Deutschen haben leider im Moment an vielen Stellen eher das Gefühl, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie betrogen werden, haben das Gefühl, dass Politik doof ist. Wobei das, wenn man bestimmte Entscheidungen anguckt, eben auch unangenehme Entscheidungen geben muss. Und sehen zu wenig, dass man eigentlich auch was tun kann und tun kann. Wir haben wirklich tolle Ausgangsvoraussetzungen. Wir haben wirklich, wenn die Zukunftsperspektive so viel gute Chancen. Wie wollen Sie motivieren? Ja, das muss ich nicht, sondern das müssen natürlich die Parteien, die zur Wahl stehen. Und eigentlich muss man versuchen, den Wert der Demokratie zu erklären. Das ist eigentlich das, dass man bitte sagt, guck doch mal, wie geht es in anderen Ländern. Das ist aber schwer. Ja, es gibt eine Neigung heute, dass sie gucken, was ist mit mir und was ist mit mir passiert. Und das ist der Maßstab aller Dinge. Und es gibt weniger Bereitschaft, das sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen. Es gibt weniger Bereitschaft, auch Dinge zu sagen, okay, das ist jetzt so. Reden wir nochmal über die SPD. Natürlich als Regionspräsident sind Sie der Präsident für alle. Trotzdem, Sie sind nun mal ein SPD-Mann. Ihre Partei kommt einfach nicht aus dem Gewissen, ich sage mal nicht Keller, aber vielleicht Erdgeschoss raus. Was raten Sie denn Ihrer Partei, egal auf welcher Ebene, damit es mal von den Werten aufwärts geht? Naja, ich glaube, dass egal auf der Ebene ist es nicht. Es muss ein gesamtgeschlossenes Bild sein. Hat die SPD Schwierigkeiten, weil wir an vielen Stellen wirklich die sind, die sagen, was ist nötig auch in der Verantwortung für das Ganze, um dran zu bleiben. Wir brauchen gute Repräsentanten, auch geradlinige Repräsentanten. Wir haben aber auch eine Situation, das muss man einfach sagen, dass mit Frau Merkel ein CDU-Flügel, der in vielen Stellen ähnliche Inhalte vertritt wie die SPD, da dran ist. Ja, und das macht es natürlich, da ist auch die Begründung, warum musst du eigentlich SPD wählen, was wir im Kleinen sehen können. Ich finde, auf Bundesebene, wir haben jetzt endlich einen Mindestlohn. Ja, das ist ein Kampf, der ist gelungen. Das gäbe es ohne die SPD nicht. Was gäbe es an Bildungsangeboten, an Bildungsfortschritten nicht? Das sind die Fakten. Ich könnte aus meiner Sicht, wie gesagt, jetzt sehr persönlich natürlich das alles. Ne? Aber ich glaube, kurzer Rat ist Gradlinigkeit. Gradlinigkeit, gucken, was ist bei den Menschen eigentlich los? Wie kann ich Themen vermitteln? Und wir müssen auch einfache Lösungen haben. Ja. Jagau, Sie sind als Regionspräsident der oberste Botschafter der Region. Am 19. Juli laden Sie zum Tag der offenen Tür ein. Darum soll Ihr Schlusswort mal ein ganz anderes sein, nämlich eine Einladung an die Bürger, was die Bürger erwartet und warum es sich lohnt, zum Tag der offenen Tür zu kommen.
Ja, wir machen am 19. Juni Tag der offenen Tür. Da zeigen wir, welche Aufgaben wir eigentlich alle so machen. Also wer wissen will, was passiert eigentlich in der Region, der kann kommen, kann gucken. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel da ein kleines Schreilabor aufgebaut. Also wir sind für den Lärmschutz zuständig und müssen messen und messen zum Beispiel auch bei Konzerten überall da draußen für den Lärmschutz zuständig. Und da haben unsere Mitarbeiter gesagt, was können wir eigentlich mal machen? Wir wollen sagen, wie laut ist eigentlich Schreien und wie wirkt das? Es gibt zig Teile, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit vorstellen. Es gibt natürlich auch das, was man an Unterhaltung braucht. Wir haben eine Konzertbühne, wo, das finde ich auch ziemlich klasse, wo fast nur Bands spielen, die von Mitarbeitern sind. Also sowohl unsere eigenen, aber da spielen auch Berufsschullehrer, also aus den Berufsschulen, die dazugehören. Also ein Musikprogramm, es gibt ein Unterhaltungsprogramm. Und man kann sehen, was passiert hier. Selbstverständlich kann man auch durchs Gebäude gehen. Die politischen Parteien sind da. Auch mein Büro ist offen zum Beispiel. Also es lohnt sich. Ja. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können auch Sie dort treffen, können sich schon mal ein paar schöne Fragen an Herrn Jagau überlegen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Jagau. Viel Erfolg weiter. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.